Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Herzblatt. Und heute haben wir wieder drei charmante Kandidaten bzw. Kandidatinnen, die mit mir die Weihnachtszeit verbringen wollen vor dem Kamin. Und Kandidatin Nummer 1, erzähl etwas zu dir. Ja, grüß Gott miteinander. Ich bin ein netter Mensch, ja, der keinem was zu leid tun kann. Und ich hätte Lust, mit dir zusammen in meiner Heimatstadt Weihnachten zu feiern. Ist es bei dir eher traditionell oder bist du so modern? Na, das ist schon sehr traditionell mit der Familie, zusammen miteinander. Also werde ich direkt deine Familie auch kennenlernen? Ja, meine Urenkel, Enkel und Söhne und so weiter wirst du schon miteinander dann kennenlernen. Oh, es geht aber schnell bei dir, Mensch. Ja, natürlich. Kandidat Nummer 2, wie würde denn bei dir Weihnachten mit dir aussehen? Wie siehst du denn überhaupt so aus? Was? Ja, du bist hier gerade bei... Du willst was von mir. Oh. Was ist da los? Entschuldigung. Nochmal bitte. Kandidat Nummer 2. Mhm. Stell dich kurz bitte vor und wie würdest du Weihnachten mit mir verbringen? Boah, ich bin ja eher der Genießer-Typ. Ne? Und ein ordentliches Festmahl, wir beiden, so einen langen Tisch. Tja, ich sag mal so, wa? Genug zu essen muss schon da sein für uns beide und dann gucken wir mal weiter, was noch so geht. Aber erst essen. Kannst du denn gut kochen, wenn du schon also sehr viel Wert auf Essen legst? Ich kann sehr gut essen. Aber kochen, das übernehme ich dann, oder was? Also, wir können was bestellen. Ah, das, oh, das klingt okay. Aber gut. Also finanziell auch kein Problem bei dir, können wir auch immer bestellen. Ey, Junge, ne? Also, wenn man so lang wie ich, ne, oft mit den zwei Beinen, die ich hier hab, gearbeitet hat, da hat man natürlich ein bisschen Geld zurückgelegt. Ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Kandidat Nummer 3, sag mal was zu dir und wie sieht's bei dir am Lagerfeuer aus? Ja, hallo Sebastian. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir gemeinsam Zeit verbringen können. Lagerfeuer mache ich immer extrem gerne. Faszinierender Vorgang, wie das Holz Feuer fängt und wie die Chemie dahinter funktioniert. Das würde ich dir gerne mal bei einer entspannten Runde erklären. Also können wir, wenn wir uns das Feuer angucken und davor ein wenig kuscheln, erzählst du mir dann, wie das Ganze dahinter quasi funktioniert? Und Süßholz raspelt mir ein bisschen was ins Ohr. Ja, lieber Sebastian, genau so sieht es aus. Das wird ganz interessant, glaube ich, werden, sich da ganz genau anzuschauen. Auch der Umschwung des Wetters zu dieser Zeit. Es passieren so viele interessante Vorgänge. Das können wir uns gemeinsam ansehen. Das klingt sehr gut. Aber zurück zu Kandidat Nummer 1. Ja, was machst du denn neben Familie sonst in deinem Alltag? Ach ja, aktuell wohne ich in Hamburg. In wo? In Hamburg? Hamburg, ja. Hamburg, okay. Hamburg. Mhm. Und ja, was mache ich so? Schlafe aus, dann lese ich die Zeitung morgens und dann schaue ich, was der Tag so macht. Einkaufen vielleicht. Aber du bist doch berufstätig oder bist du... Ja, was, ich werde durchaus mal natürlich irgendwo eingeladen, aber ja, ich habe gut Geld verdient und ich werde einfach da mein Leben leben. Okay, aber du kommst nicht eigentlich gebürtig aus Hamburg, zumindest klingt das jetzt so von deinem Akzent irgendwie. Nee. Meine Mutter ist Irin und mein Vater ist Amerikaner und ja, ich bin Österreicher. Du bist Österreicher? Ja, das ist richtig. Ich bin in meiner Heimatstadt Wien geboren. Okay, das ist schön. Ich mag Österreich. Also bist du auch ein bisschen im Wintersport unterwegs? Ah, ja, natürlich. Als Österreicher fährt man natürlich mal Ski. Das kann ich mittlerweile mit meinem Alter jetzt auch nicht mehr. Aber
Ja, früher bin ich sehr viel Ski gefahren. Also auch sehr sportlich. Ah, ja, natürlich. Das ist schön. Kandidat Nummer 2. Ja. Kandidat Nummer 2. Hast du denn heute schon was gegessen? Weiß ich nicht. Was? Oder isst du also gerade noch? Also jetzt gerade habe ich noch nicht. Genug gegessen. Aber wir beide können ja ruhig mal nachher noch einen Snack stecken gehen. Schnabulieren, sagt man bei uns immer. Was ist denn dein Lieblingsessen? Vielleicht kommen wir da ein bisschen zusammen. Stadionessen? Ja, da habe ich so viel Zeit verbracht. Stadionessen wäre nice. Also bist du gar nicht so ein Feinschmecker? Ey, bei einem guten Steak sage ich nein, aber die Menge muss auch stimmen. Also bist du eher so ein bei den Trucker-Platten dabei? Ja, Trucker bin ich jetzt ja nicht, ne? Ich bin ja eher mal der Sportliche gewesen, nicht, aber sehe mich da mehr beim Sport als bei den Truckern. Okay. Wie würden wir denn Silvester zusammen verbringen? Also nachdem wir an Weihnachten super viel geschlemmt haben, kugelrund sind. Wie würde denn an Silvester dann aussehen mit dir? Ich glaube, ich würde dich ins Stadion entführen. Oh. Und dann richtig schön mit den Lichtern auf dich draufleuchten und in den Himmel scheinen und währenddessen meinem alten Job als Stadionsprecher nachgehen. Boah. Das klingt schon romantisch. Gibt es denn direkt einen Antrag bei dir oder geht das nicht so schnell? Nee. Da müssen wir erstmal hier Champions League Meisterschaft gewinnen. Vorgib ich dir nichts. Okay. Kandidat Nummer 3. Ja. Kannst du mir etwas über die Entstehung des Universums erklären? Weil ich habe da Fragen. Ich lese im Moment das Buch von Stephen Hawking. Und ich habe da das mit den schwarzen Löchern noch nicht ganz verstanden. Wie denn Wurmlöcher Zeitreisen ermöglichen. Wie diese Strings eine Möglichkeit schaffen, dass wir in der Zeit auch zurückreisen können. Ja, du, das ist sicherlich ein kompliziertes Thema. Aber wenn wir uns gemeinsam zusammentun und Bücher lesen, dann werden wir das schon hinbekommen. Da bin ich fest von überzeugt. Aber hast du schon ganz schön viele Bücher gelesen. Ja, und durchaus. Studiert. Ich versuche auch immer, also ich würde schon sagen, ja, ich versuche auch immer dieses Wissen weiterzugeben. Aber wenn es so in die Tiefe geht, dann wird es auch sehr kompliziert. Generell auch für meine ursprüngliche Zielgruppe dann vielleicht sogar ein bisschen zu kompliziert. Mhm. Aber für dich würde ich mich da selbstverständlich einlesen. Wie ist denn das mit deiner Familie? Müssten wir die erst einfliegen oder kommt die aus der Region? Du, ich bin mittlerweile in Rente. Oh. Und Familie ist nicht so wirklich. Ich habe einen Nachbarn, der nervt mich, aber ansonsten Familie ist eigentlich alles, also er ist schon fast ein bisschen wie Familie, aber ansonsten bin ich eigentlich allein. Dann passt das ja eigentlich ganz gut zusammen, dass wir vielleicht Weihnachten und Silvester zusammen verbringen. Sehr gerne doch. Nur bitte nicht Fernsehen laufen lassen. Nicht? Nee, da also lieber abschalten. Du bist auch eher so der Kamintyp. Ja, mehr der Draußentyp eigentlich. Mehr der Draußentyp, also ja. Bist du so ein grüner Mensch. Also meine Hautfarbe ist normal, aber ich bin gern draußen. Ja, das klingt doch gut. Dann können wir mal rausgehen und auch ein paar Pokémon zusammenfangen, oder ist das nicht so deins? Mit Bildschirmen habe ich nicht so viel Erfahrung, aber für dich auch wieder, das ist sehr faszinierend, lese ich mich ein. Okay, gut. Kandidat Nummer 1. Ja, ich möchte mich nochmal vielfach entschuldigen. Ja, ich bin schon ein etwas älterer Herr und da ist es so, dass ich wohl möglicherweise vergessen habe, dass meine Mutter doch Österreicherin ist und mein Vater Ire. Ja, ach so. Aber die sind auch schon lange, lange tot. Gott hab sie selig. Oh. Ja. Aber jetzt gerne, stellen Sie gerne Ihre weitere Frage. Was machst denn du sonst noch? Also wenn du jetzt schon im Ruhestand bist und irgendwo eingeladen wirst, warum wirst du denn eingeladen? Nimmst du mich dann auch mal mit? Könnte mich das interessieren, wo du da eingeladen bist? Ja, durchaus. Also wenn wir mal sonntags was vorhaben, könnten wir zusammen zu diesem Freizeitpark gehen. Da gibt es immer so eine schöne ZDF-Show. Ja, da würde ich gerne dich mal mit einladen. Und dann gucken wir mal zusammen da morgens hin.
Ja, und dann machen wir was dort in diesem Fernsehgarten. Kann ich dich dann live in Aktion sehen oder gucken wir einfach nur zu und klatschen und feiern und... Durchaus würde ich für dich auch da einen Auftritt wagen. Oh, das ist ja toll. Das ist ja toll. Und dann singst du nur für mich was, oder? Na, und natürlich auch für die abertausenden Zuschauer, die dort in diesem Fernsehgarten sich diese wunderschöne Show angucken. Das klingt sehr, sehr schön. Aber im Winter natürlich ein bisschen kalt, aber... Ja. Vielleicht was für den Sommer, also ich plane ja auch längerfristig was hier zu suchen. Ja, das ist natürlich mit meinem Alter etwas schwierig, langfristig zu planen, aber durchaus würde ich auch noch gerne mit dir im Sommer Schabernack treiben. Das klingt doch eigentlich gar nicht so verkehrt, aber finanziell bist du schon stark abgesichert, sodass du mich nicht einfach zurücklässt mit einem riesen Schuldenberg oder so. Nee, natürlich nicht. Ich bin ein guter Finanzverwalter. Kandidat Nummer 2. Ja. Also, du und ich, eine Wohnung über einer Pommesbude, was hältst du davon? Nee, nicht über einer Pommesbude. Ja, da muss ich ja mal mit den Treppen nach oben laufen. Das ist doch nichts für mich, ne? Immer früher, wo ich noch ein bisschen mobiler war, aber... Heute würde ich sagen Erdgeschoss oder Treppenlift oder Aufzug. Aber du bist auch zu Fuß unterwegs, oder? Ich kann auch laufen, ja. Das ist gut. Habe ich schon gemacht. Ich war letztens wieder im Fernsehen. Hab da schön auch was getestgegessen. Mensch, du bist aber ganz schön viel am Essen. Also man könnte meinen, deine Persönlichkeit dreht sich ums Essen. Ja, also alle meine Werbespots, die ich mache mittlerweile oder Shows, wo ich auftrete, da geht es meistens darum, meiner Leidenschaft zu frönen, ja. Und ich glaube, die Leidenschaft von Rainer Kallmund ist wirklich auch das Essen. Das würde ich auch sagen, mein Schatz. Ja. Okay, cool. Das behalte ich mir, weil zu Weihnachten und Silvester kann man schon mal ein bisschen mehr essen. Aber Kandidat Nummer 3. Wie ist denn das kleidungstechnisch bei dir? Also, nackt. Bist du eher so ein Bartträger oder eher so ein Jogginghosenträger oder... Du, was hat ein Bart mit Jogginghose zu tun? Das sind ganz elementare Dinge, die mich beschäftigen. Also, klamottenmäßig muss es nicht zu aufgetakelt sein. Ich bin da mehr ein praktischer Mensch. Mhm. Und, auch mal so ein Blaumann oder so, ne? Zum Beispiel. Kann auch ruhig mal schmutzig werden. Haare auf dem Kopf habe ich nicht mehr allzu viele. Also nirgendwo auf dem Kopf? Ja, ein paar sind halt noch da, aber nicht mehr viele. Ah, okay. Also eher so Richtung Jay. Penis, ja. Ja, okay. Da kommen die Haare dann. Ja, okay. Weil rasieren bin ich eigentlich auch nicht der Typ für. Ich dachte gerade so, die Kopffunkel ist wie so ein Penis. Nur so ein Haarkratz, nur oben frei. Aber mit dir kann man auch gut Löwenzahn pflücken, ne? Ja, vor allen Dingen, wenn du Kinder hast. Oder hast. Hab ich noch nicht, aber vielleicht machen wir ja Kinder. Das war ein Fake. Hast gesagt, du magst nicht so. Okay. Doch, ich mag Kinder sehr gerne. Die Medienberichterstattung war alles nicht wahr. Ah, also haben die über Peter Lustig so ein bisschen hergezogen. Ja. Das ist aber nicht gut. Nein. Hm. Ein Zitat wurde aus dem Kontext gerissen. Weiß ich nicht, hab ich da mal eingelesen. Man weiß nicht, ob ich das eingehen kann, dieses... Risiko und damit in Verbindung gebracht zu werden. Aber Kandidat Nummer 1. Ja. Bist du denn aktuell noch bei den jungen Leuten denn auch? Also, ich habe, glaube ich, noch keinen Titel von dir gehört. Kann das sein? Ja, Mai, das mag sein. Ja, ich habe natürlich auch jüngere Fans, die durchaus mal öfters meine Lieder hören. Aber sonst habe ich doch eher die ältere Zuhörerschaft. Boah. Du kommst aus Österreich, hast du gesagt. Du fährst gerne so durch die Gegend. Aber nee, ich wohne in Hamburg. Ja, du kommst aus Österreich, aber ja. Ja, durchaus. Boah. Kann das sein, dass du
Du musst dich ein bisschen mit Anfangsbuchstaben H anfängst und mit zwei Buchstaben A, dass dein Kürzel HH ist. Also dein Namenskürzel. Ich würde sagen, das ist nicht korrekt. Du bist nicht Hansi Hinterseher, das ist aber nein, schade. Nein, ich bin nicht Hansi Hinterseher. Nein, durchaus nicht. Na. Aber er ist ein guter Kollege von dir, ne? Das ist, den habe ich schon natürlich öfters gesprochen. Und ja, wir sind durchaus gute Bekannte. Also wenn ich den mal kennenlernen möchte, dann kriegen wir das schon hin. Ja, natürlich, das kann ich bestimmt organisieren. Kennst du denn auch die Wildecker Herzbuben? Ja, natürlich kenne ich die Wildecker Herzbuben. Kennst du die gut oder sogar richtig gut? Ja, ich kenne die sehr gut, weil ich die bei mir in der Branche arbeite. Habe ich auch noch nicht gecovert. Auch nicht. Würdest du mir Brief und Siegel geben, dass wir beide eine ganz tolle Zeit haben? Ja, natürlich würde ich dir Brief und Siegel geben, dass wir eine wunderbare Zeit miteinander verbringen können. Du bist auch nicht Ralf Siegel, oder? Natürlich nicht. Sehe ich aus wie Ralf Siegel? Ich bin doch kein Deutscher. Ich bin Österreicher. Ich kenne da nicht so viele Österreicher. Und singe gerne leider Lieder. An die Helene würde ich aber auch über dich rankommen, ne? An die Helene? Ja, die ist noch eine Nummer über mir. Ja. Die ist sehr, sehr bekannt. Aber ich könnte dir zum Beispiel mein Lied Heimweh vorsingen, wenn du möchtest. Natürlich in Zweisamkeit, natürlich nicht jetzt. Oder die Gitarre und das Meer. Wenn du gerne möchtest, wenn du da schon mal was von gehört hast. Nee, leider noch nicht, aber das klingt nach einem spaßigen Abend. Mit Unter fremden Sternen war ich 36 Wochen an Nummer 1 der deutschen Hitparade. Oh! Also, oh, da läuft aber bei dir. Ja, natürlich, dass du mich nicht kennst, finde ich etwas verwirrend. Ja, das aber ich kann ja dein Bankkonto zumindest kennenlernen. Also ich entscheide mich für Kandidat Nummer 1. Ja, das ist ja wunderbar, aber jetzt möchte ich natürlich noch wissen, wer ich bin. Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich würde es raten. Ich darf. Ja, mach mal. Freddy Quinn. Das ist absolut korrekt. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, aber mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Mir nämlich auch nicht. Mein Name ist Freddy Quinn. Ich bin guter Sänger. Ja, sehr schön. Ich habe mich hier für Freddy Quinn entschieden. Vorher hat niemand österreichischen Akzent drin. Ich habe aber zwischendurch auch gedacht, boah, der klingt aber ganz schön wie Hitler, der Boy. Was? Ja, der ist halt nicht Österreicher. Ja, vielleicht deswegen. Ich habe erst gedacht, du kämst aus Bayern. Tut mir natürlich leid, alle Österreicher, wenn ich hier euch schlecht nachimitiert habe, ja. Das war mal wieder eine Folge Herzblatt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und wärt ihr drauf gekommen, schreibt es in die Kommentare. Natürlich. Bis dahin, haut rein. Vor allem Andi.